Mein Name ist Ellen Gause, ich bin Bundestagskandidatin von Bündnis 90 Die Grünen für den Wahlkreis 35, der aus dem Heidekreis und dem südlichen Teil des Landkreises Rothenburg besteht. Ich lebe seit 30 Jahren in Walsrode, bin verheiratet, habe 3 Kinder und Garten- und Landschaftsbau gelernt. Schon seit meiner Schulzeit engagiere ich mich bei Greenpeace und dem WWF für Natur- und Tierschutz. Heute setze ich mich vor Ort als Ratsfrau in Walsrode und als Vorsitzende der Grünen in Walsrode und im Heidekreis für den Schutz unserer Umwelt ein. Besonders wichtig ist mir eine faire Umverteilung und der Schutz und die Verbesserung unserer Lebensgrundlage, denn intakte Böden, sauberes Wasser und unbelastete Luft sind nicht selbstverständlich, aber lebensnotwendig. Im Heidekreis kämpfe ich daher für die Einrichtung eines Biosphärengebiets Hoher Heidmark und für die konsequente Unterschutzstellung der wertvollen Gebiete im Allerleinetal. Ich sitze am 20. September mit auf dem Podium in der Stadthalle, weil ich die Chance nutzen möchte, für die grünen Inhalte zu kämpfen.